So, heute gibt's endlich mal wieder ein neues Video von mir und zwar mit richtig geilen Nachrichten für alle Pioneer XDJRX User, denn der Support für Pioneers Rekordbox DJ, also der Performance Mode, ist endlich da. Ich habe ihn ja lange ersehnt und habe mich gewundert, warum Pioneer das nicht gleich von Anfang an mit integriert hat. Jetzt ist es jedenfalls da und wir wollen uns das jetzt mal gemeinsam anschauen. Ja, ich möchte euch, bevor ich jetzt so ein bisschen ablästere über Pioneer, erstmal zeigen, wie ihr das Ganze verbindet. Ihr geht natürlich über den USB Type-C Anschluss hier im hinteren Bereich des Pioneers zu eurem Laptop, MacBook, wie auch immer, in den USB-Port rein. Welchen ist da völlig schnuppe. Ihr seht, bei mir funktioniert das wunderbar, läuft schon. Auch das Kontrollieren via Shockwheel funktioniert. Auch sehr zuverlässig, es hat ein gutes Feedback. Was mich ein bisschen stört, und jetzt fängt die Lästerei auch schon an, sind einmal, dass die Buttons hier dauerhaft beleuchtet sind, egal was ihr hier macht, ob ihr einen Loop reindrückt oder nicht, das Teil bleibt immer dauerhaft beleuchtet. Ich denke, das wird sich mit ein paar Updates sicherlich noch verändern. Apropos Updates, wir sehen hier im Display-Bereich, dass hier, ja, wir nichts sehen außer unseren Controller und A und B. Das heißt, die komplette Waveforms, die fehlen noch, sowie die komplette Deck-Info fehlt. Also keine Zeitanzeige, keine BPN-Anzeige, nix, alles ist tot. Und das hat Pioneer auch schon auf ihrer Webseite so angekündigt. Diesen Hit-Mode, wie man ihn ja nennt, der wird erst im Februar released. Also da sind die noch hart am Arbeiten. Ich finde es trotzdem schön, dass das Ganze über MIDI schon mal kontrollierbar ist und das auch eigentlich relativ zuverlässig. Was mir aufgefallen ist, und da geht die Meckerei und Lästerei weiter, ich habe jetzt hier zum Beispiel einen Filter aktiviert, der funktioniert jetzt im Moment hundertprozentig. Jetzt gehe ich auf den Crush, funktioniert auch, gehe wieder zurück auf Filter. Okay, das ist jetzt Vor-Effekt. Ich erzähle euch jetzt einfach mal, was vorhin so ein bisschen passiert ist. Oder was mir widerfahren ist, war, dass ich eine Zeit lang einen Filter aktiviert hatte. Auf dem linken Channel war das allerdings. Und dann, ja, Filter aus, Filter wieder an. Und dann hat er einfach nicht mehr reagiert. Also der war einfach nicht mehr da. Ich konnte hier an dem Potty drehen, wie ich wollte. Hat nichts ausgemacht. Auch bei den Fadern von der Lautstärke-Regelung hier ist mir aufgefallen, dass am Anfang die Fader beide unten waren, aber trotzdem die Musik lief. Also auf beiden Kanälen. Erst als ich die Fader einmal in die Hand genommen habe und hier mal so ein bisschen bewegt habe. Und dann hat der dann auch reagiert und auch dementsprechend in der Software hier angezeigt, wo sich der Fader gerade befinden, in auf welcher Position. Also da muss Pioneer auf jeden Fall noch ein bisschen nacharbeiten. Deshalb würde ich das System jetzt, so wie es momentan ist, im Club vielleicht noch nicht verwenden. Insgesamt ist das aber, wie gesagt, schon eine tolle Lösung. Ich finde es cool, dass das soweit funktioniert. Was ich jetzt eben mal noch ausprobieren wollte, war die Aufnahme funktioniert. Ja, die funktioniert noch nicht. Also es gibt in der Software unter den Einstellungen die Möglichkeit, die Aufnahmefunktion zu bearbeiten und dann eben auch, wo soll das Ganze aufgenommen werden, dass quasi die Aufnahme direkt auf dem Rechner landet. Finde ich nicht schlecht. Allerdings, wie schon zu sehen, es funktioniert noch nicht so ganz. Zumindest, wenn ich hier auf Rec drücke, reagiert die Aufnahme von Rekordbox DJ noch nicht. Ist ja aber nicht weiter schlimm. Ich denke, das wird alles im Laufe der Zeit noch gefixt. Ansonsten von der Decksteuerung, Reverse etc. Es funktioniert wirklich alles. Also alle Knöpfe, die hier vorhanden sind, könnt ihr auch bedienen. Das ist ja bei anderen Softwares dann teilweise schon ein bisschen schwieriger. Ihr kennt ja auch mein Tutorial-Video zu dem DJ-Programm von Algorithm. Da funktioniert das ein oder andere noch nicht so flüssig. Wie gesagt, hier läuft die Sache wunderbar. Wenn ihr noch Fragen habt, Wünsche, Anregungen, Kritik, dann schreibt mir das bitte unten in die Kommentare rein. Ich werde auf jeden Fall so schnell wie möglich darauf antworten. Ansonsten würde ich sagen, gibt es das nächste Video für den XDJRX. Spätestens Februar, wenn dann der richtig volle Hit-Mode da ist. Und dann werden wir auch das Ganze mal richtig
extrem testen, um dann sagen zu können, funktioniert alles hundertprozentig oder ist nur so eine Teillösung wie jetzt aktuell. Ciao und bye bye, bis zum nächsten Mal.